Die Fußballsaison in Spanien beginnt mit dem wohl am heißesten erwarteten Duell der beiden Giganten Real Madrid und Barcelona. Beim spanischen Supercup am Abend treffen die beiden aufeinander. Aus diesem Anlass ließ Realtrainer José Mourinho die Tore von Bernabeu öffnen. 60.000 Fans waren so beim Training der Königlichen dabei, bei dem die gesamte Mannschaft auflief. Mit Inter haben wir den Supercup verloren und dann haben wir die Champions League gewonnen, die Liga und den italienischen Pokal. Aber das Jahr davor gewannen wir den Supercup und in dieser Saison gewannen wir nur den Supercup und die Liga, sonst nichts. Für mich ist der Supercup das wichtigste Turnier des Sommers, aber das unwichtigste der Saison. Barcelona wiederum muss auf ein paar seiner Spieler verzichten. So traten die Männer zum Beispiel ohne Puyol an. Der ist verletzt. Andere haben nur wenig Training in der Mannschaft, wie Messi, Alves und Alexis Sanchez, die in diesem Sommer die Copa América bestritten haben. Real Madrid kann auf ganz verschiedene Arten spielen. Das ist schwer zu sagen, wie genau. Von den 5 Spielen, die wir letzte Saison mit ihnen hatten, spielten sie 2 auf die eine und 3 auf die ganz andere Art. Sie wechseln auch die Position der Spieler. Dieser erste Klassiker der Saison startet heute Abend um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Obwohl auch in Spanien Ferienzeit ist, hoffen die Veranstalter auf ein prall gefülltes Stadion.